Vielleicht als erste Frage, wenn du dich jetzt so vorstellen müsstest, was würdest du als allererstes sagen? Der letzte, das kann man streichen. Ja, offiziell entstanden ist das Ganze 2017 hier im schönen Hannover und ja, man kann sich vorstellen, dass wir heute maximal stolz darauf sind, was ja, in und um die Robotik hier in Hannover passiert. Zur Gründung selbst haben wir das große Glück gehabt, dass 5 meiner Kollegen an der Uni genau zu dem Zeitpunkt fertig waren und wir haben uns gefragt, wie sieht die Robotik in 10, in 15, in 20 Jahren aus oder danach? Also in 2017 gab es streng genommen erstmal gar nichts und heute sind wir da, wo wir sind, an 2 Standorten mit insgesamt 50 Mitarbeitern und Tendenz ist klar, klar steigend. Die Babys tun fleißig ihre Arbeit, sowohl bei uns im Testraum als auch bei ersten Kunden. Und das, ja klar, das macht uns maximal stolz auf das, was wir hier geschaffen haben. Also was man hier sieht, ist ein Leichtbauroboter. Ne? Leichtbau deshalb, weil er benutzt einfach weniger Platz, er ist schlanker, er ist leichter gebaut und er hat Drehmomentsensoren. Man nennt diesen Kunstbegriff Cobot, weil er ja zusammen mit den Menschen arbeitet. Das Wichtigste dabei ist, dass er halt sicher ist. Das heißt, der Roboter erkennt sofort, wenn ich in seinem Umfeld bin und wenn er mich berührt, bleibt er stehen. Ich kann dann einfach mit dem Roboter arbeiten, ohne dass ich darüber nachdenken muss, dass er mich vielleicht verletzen könnte. Wenn der Roboter sozusagen bei mir in der Firma ankommt, habe ich relativ einfache und schnelle Schritte. Also ich stelle mir den Roboter auf den Tisch, schraube ihn fest und dann brauche ich ungefähr eine Stunde und ich habe sowohl die vom Paket bis hin zur Applikation alles fertig. Also mit der Kamera, die komplett integriert ist, kann man zum einen QR-Codes erkennen, also wir nennen die U-Marks sozusagen. Damit kann ich zum einen Paletten markieren und dann kann die Palette sozusagen ortsunabhängig erkannt werden. Ich kann auch diese U-Marks auf Maschinen kleben und dann schiebe ich meinen Roboter sozusagen in die Maschine und er weiß sofort, wo die Maschine steht und kann anfangen zu arbeiten. Das macht es dann extrem flexibel. Der Roboter kann auch Objekte erkennen, also sowohl die Lage, wo befindet sich das Objekt, zum Beispiel auf einem Förderband, wenn es ankommt, erkennt er sofort, da ist es, das kann ich greifen. Oder ich kann auch unterscheiden, ob es jetzt Äpfel, Birnen oder Bauteil A, Bauteil B ist. Und das Spannende dabei ist, ich kann diese Unterscheidung, also diese Lokalisierung oder auch die Objektunterscheidung, kann ich innerhalb von einer Minute antrainieren und nutze dabei KI, ohne dass ich es wirklich merke. Die Kameraalgorithmen sind dabei intelligent gebaut, das heißt, wir haben künstliche Intelligenz-Algorithmen verwendet, die so leicht programmierbar sind, dass man mit ein paar Klicks sie umsetzen kann. Also quasi meine Mutter könnte das programmieren, das ist super simpel. Und das ist einer der Kernpunkte auch bei Cobots, also dass man den Roboter einfach und simpel gestaltet, dass ich ihn mir schnell schnappen kann, baue ihn auf und dann geht's schon los. Unser Ziel ist es, wenn der Roboter ausgeliefert wird, dass die Produktion stillsteht, weil alle mit unserem Roboter arbeiten wollen. Es geht darum, sofort eine Applikation in Betrieb zu nehmen, den Schlüssel durch die Gegend zu schmeißen. Hauptsache alle erkennen, wie einfach es ist, mit einem Roboter umzugehen und wie einzigartig der U ist. Wir wollen den Roboter gerne als Gesamtpaket verkaufen. Aus unserer Sicht ist es so, wir wollen nicht nur den Roboter in den Markt bringen, sondern die Lösung. Der U eröffnet einfach ein neues Feld für kleine und mittelständische Unternehmen. Es geht nicht mehr darum, in einer großen Automatisierungsstraße einen Roboter einzusetzen, sondern den Roboter zielgerichtet auf Applikationen anzupassen und das sowohl inselorientiert zu arbeiten, als auch in einer großen Industrieanlage. Unser Ziel ist es, den Kunden nicht alleine zu lassen mit dem Roboter. Wir wollen es möglichst einfach machen, für ihn den Roboter in seiner Applikation einzusetzen und ihm ein Gesamtpaket zu geben. Das heißt, für uns ist nicht mit Ausliefern der Hardware Schluss. Für uns geht es auch darum, die Zusatzkomponenten ihm einfach beizubringen, sodass dieses Ökosystem um unseren Roboter entsteht und am Ende nachher das Softwarepaket möglichst einfach für ihn auch zur Verfügung steht. Es geht also auch darum, die Integration von Komponenten mit unserem Roboter zusammen möglichst zu vereinfachen. Eine sehr gute Lösung, die wir gefunden haben, war die Kooperation mit der Firma Schmalz, wie man hier im Hintergrund sehen kann. Wir haben mit der Firma Schmalz unsere Inside-Kontaktierung aufgebaut und damit es geschafft, die Vakuumpumpe der Firma ohne externe Kabellösung an unseren Roboter anzubinden und somit Gefahrpotenzial zu verringern. Ja, unser erster Integrator war die Vision Lasertechnik hier aus der Region Hannover. Wir haben uns dabei lokal konzentriert und mit der Vision Lasertechnik einen Partner gefunden, der sich insbesondere mit der Maschinenbestückung auskennt und dort mit uns spannende Herausforderungen gelöst hat. Natürlich soll damit nicht Schluss sein, uns interessieren immer neue Kooperationen und damit auch die verbundenen Herausforderungen. Ja, wenn man hier durch die Hallen geht, wird es deutlich, es guckt keiner wirklich nur auf sich. Man sieht das große Ganze, man ist intrinsisch motiviert. Man sieht das insbesondere, wenn wir auf Deadlines hinarbeiten. Es ziehen alle an einem Strang und das ist wirklich beeindruckend. Es fühlt sich gut an, den Jungs und Mädels, die wir hier haben, eine Bühne zu bieten. Denn ich glaube,
dass das, was wir hier machen, ist einmalig. Also jeder hat hier seine Verantwortung, jeder hat hier seine Freiheiten und jeder hat ein Stück weit die Möglichkeit, sich selbst zu verwirklichen. Und darum geht's. Wir sind halt technologiegetrieben. Wir lieben die Robotik, wir lieben die Vision, wir lieben die Cloud-Konnektivität, wir lieben das Machine Learning. Das heißt, wir lieben alles, was an der Robotik dranhängt. Und wir freuen uns schon heute darauf, zu sehen, was die Robotik in Zukunft leisten kann. Jetzt sind wir noch in der Industrie und relativ zeitnah sind wir in ganz vielen anderen Bereichen. Das versuchen wir jetzt schon zu verinnerlichen und wir versuchen es nicht nur. Ich glaube, wir haben es verinnerlicht, denn das ist der logische nächste Schritt nach der Industrie, durch die wir aktuell gehen und darauf freuen wir uns. Ich glaube, das funktioniert, ja.